Das sind alles Trends, okay? Wie viel ist dein Outfit? Na, 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 na. Das müssen wir schauen. Wallah, Digga, das müssen wir schauen. Schwöre, Digga. Komm, Can, willst du auch mitschauen? Ja, also, Can, guck mal mit, Wallah. Guck mal, das Junge. Ding ist, ne? Komm. Du musst ihm gleich Momo und so zeigen, Digga. Wer ist Momo? Er weiß nicht, was Momo ist und so. Ach so, diese Momo, diese Dings, was du gemacht hast. Ja. Diese Gruseldings. Scheiße, ach, Alter. Digga. Bruder, okay. Nein, nein, das ist geil. Das müssen wir schauen, Bruder. Das ja, ist, ich weiß. Das ist Bereicherung auf YouTube. Alter. Ja, man sieht auch hier, du hast hier ordentlich eingekauft. Bist du bei Loot? Go, weißt du, was das Ding ist? Ja. Ich habe mir das ab und zu so aus Langeweile mal auch gegeben, ne? Okay. Dieser Junge, er ist eigentlich sympathisch, Digga. Er ist irgendwie korrekt, weil er hat nie so Dings Klamotten an, ne? Er ist immer Tamso auf Boden. Ja, geblieben. Bruder, er hat so 7-Euro-Shirt an. Ja, also immer, jedes Mal so. Er hat Tamso. Ja, man sieht auch hier, du hast hier. Also gegen den würde ich nicht sagen, Digga. Aber guck mal, wenn ich schon direkt das sehe, ne? Bruder, aber guck mal, wenn ich das schon sehe, ne? Wenn ich das schon sehe, Digga. Guck mal, ne? Dieser Junge ist einfach 12 Jahre alt, Digga. Was das Stone Island, Balenciaga, Louis Vuitton, Digga. Ich habe bis nicht, heute nicht einmal beim Balenciaga, Louis Vuitton Digga, oder so einkauft. Ich weiß nicht mal, was Stone Island ist. Das ist Stone Island, Digga. Bruder, ich bin hier ja mit diesem Ding hier, oder? Du hast meinen Freund gesehen, der ein Auto war, so der, yeah. Der Typ. Von ihm einfach mitgenommen. Achso, das ist nicht was sein. Digga, ja, wegen solchen Videos passiert das doch, Digga, dass die Leute... Ja, sie haben einen... Bruder, das Ding ist... Guck mal, ich sag dir was. Diese Hurensöhne denken, man ist cool mit diesen Klamotten. Ja, ist ja nicht. Das ist nur... Aber die Junge, diese... Und guck mal, wie er aussieht, Landam, der Chojok, Digga. Ja, ja. Das ist das Ding. Schau mal. Auch 10 Milliarden Euro Klamotten machen dich jetzt ja nicht wirklich zu etwas Besonderem. Aber durch diesen Instagram-Hype und diese ganzen Social Medias, man glaubt, man ist was, wenn man materiell ist. Ich schwöre, besitzt. Digga. Das ist das Ding, Bruder, ja. Chara. Ja, mein Köpfe 210. Ja, 210, Digga, ne? Guck mal, wie er, Bruder, und das ist noch so locker, so ein Opfer, der geht zu ihm hin, bitte film mich, so, weißt du? Oder er hat in seiner Insta-Story gesehen, er ist da, er zieht direkt seine dicksten Klamotten an. Kaufüße bei Louis Balenciaga, aber dazu kommen wir gleich. Ja, mein Köpfe 210. 210, zeig mal von vorne. Aber du hast eine Sache, die so richtig raussticht und was der Rucksack. Denk mal immer um, zeig mal. Nein! Rolex, Dayjust. Rolex, komm mal, zeig mal ein bisschen. Dayjust. Nein, nein. Ich zeig dir meine Rolex, Bruder. Scheiße! Was kostet die? Jo Leute, was geht ab? Ich bin's hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir wieder. Was drehen wir nochmal? Ja, gegen den Jungen habe ich auch nichts. Der sieht okay aus. Der hat so 7 Euro Brille an, 5 Euro Shirt von H&M und so ganz normale Hose, Bruder. So, gegen den habe ich nichts. Doch, ich habe was, ich hab was gegen ihn, Digga. Weil gegen solchen Videos das doch alles entsteht, diese Trends und so. Weißt du, ich meine, Digga, ich glaube aber auch, dass die das auch faken, Digga. Dass die mit so kleinen Kindern schreiben, komm, man nimmt. Du kannst mir nicht erzählen, dass die spontan am Tag da sind und das wieder aufnehmen lässt. Das geht nicht. Glaube ich auch nicht, ja. Ich habe einmal so versucht, spontan so ein Video zu machen. Was war es? Geht nicht, ne? Irgendwem verarscht. Digga, mach du doch mal so ein Video und verarsch die. Wie, welches? So, fragen, wie viel das kostet und du verarschst. Achso, das ist geil, ja? Das ist echt eine geile Idee. Wir könnten so auf die Straße gehen und sagen, was ist denn auch die Idee? Sagen 400 Euro. So, ich kann nicht. Oder du nimmst, wie viel kostet deine Kappe? 300 Euro, du nimmst. Du siehst aus, sondern in Mitte, so heb auf den Hund. Walla, Digga, mach das mal, Digga, das wird was passen zu dir, ich schwöre. Wie viel ist dein Outfit wert? Haben wir lange nicht mehr gedreht, Leute, was bescheid. Digga, ich schwöre, mach das, Digga, das wird voll. Ich hab sogar richtig Bock, das gerade irgendwie zu sehen, Digga. Ja, ich glaube, ich mach's wirklich, Alter. Was wollt ihr noch auf? Und wenn er so ein Chojok ist, schlag seine Cappies so runter. Kennst du von der Schule, wenn die Größeren das so bei den Kleinen machen? So, du schickst sie so runter, die Cappy. Und ja, übrigens, ich habe einen neuen Kanal. Erster Link in meiner Videobeschreibung. Dort lade ich ein paar Vlogs so. Ja, neu gekauft, nicht richtig. Neu gekauft. Okay, nice, ja. Zum Retailpreis gekauft bei eBay. Die sehen aber schon ein bisschen gebraucht aus, oder? Ne? Ja, ich habe die auch schon ein bisschen länger. Ah ja, okay. Der sieht richtig verstrahlt aus, Digga. Kommt bei dir eigentlich Werbung in deinen Videos? Kriegst du viel Werbung? Nein. Bei uns auch gar nicht, Digga. Das fuckt mich immer, wenn andere Werbung haben wie nicht. Soll ich meine Einnahmen leaken? Ich kann es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist scheißegal, schau. Ich hab 11 Millionen Aufrufe in einem Monat und 1750 Euro. Ja? Boah, das ist krass. Bruder, hier. Warte mal, schaltest du aber auch hier in 10 Minuten noch mehr Werbung und na, so? Na. Guck mal. Ich hab 5 Millionen, 6 Millionen Aufrufe. Walla, du hast mehr als ich, Bruder. Ich hab 11 Millionen Aufrufe. Und hab 1700 Euro oder so. Hast du Wiedergabezeit oder Aufrufe? Aufrufe. Digga, 11 Millionen Klicks. Wie viel? Nochmal? Nein, Mann, das kann nicht sein. 1700 irgendwas. Boah, das kann nicht sein. Das ist krass, Digga. Ich schwör, du hast. Schau, letztes Ding war hier. Hast du keine Studio-App?
Hier, schau. Wo ist da ist doch Studio-App. Ich will nicht zeigen. Doch, doch, sicher will ich. So. Boah, das ist krass, Digga. Und letzter Monat, wallah, war letzter Monat 11 Millionen. Und weniger als das. Das ist krass. Das ist krass. Ja, krass. Siehst du? Und schau, Wiedergabezeit. 33 Millionen Wiedergabezeit. Du musst mehr Werbung schalten. Ich mach das mach nicht. Einfach. Du, ich bin jeder kein Bastard. Das hat mit Bastard nichts zu tun. Wie natürlich. Du kommst, kann man nicht kommen, das. Bastard, Bastard. Guck mal, letztes Jahr hat alles noch funktioniert mit Klicks gleich Euro. Ne? Bei uns ja, war ja immer so, bei ihm, bei mir, 1000 Klicks gleich 1 Euro. Okay? Ja, ja. Bruder, ich gucke auch. Ich hatte 3, 4 Millionen. Ja, $500? Ja. Bruder, bringt nichts. Deswegen Bruder, Arma, ich hab mir einen Blog gebracht, 200.000 Klicks. Ich guck, da steht $20, Digga. Ich hab sogar Minus gemacht mit diesem Video. Ja, ja, klar. Ich frag mich immer, was Bibi verdient, Digga. Mit Bibi Klicks verdient krass heftig. Bruder, ja, das Ding ist jetzt, Kass verdient viel, jetzt, wenn du einmal irgendein Schimpfwort sagst oder irgendwas, was kontrovers ist, ist sofort weg. Ja, bei mir eh Boro, deswegen bei mir Boro haben wir noch. Kennst du, lädst Video hoch und dann ist die Werbung weg, aber davor hat's eigentlich Werbung? Ja, genau, ja. Die fickt mir richtig. Okay, deine Hose? Ich hab dies von H&M. H&M, so eine Bikerhose, ne? Ja. Er sieht irgendwie voll verstrahlt aus, der Junge, ne? Ich glaube ihm nicht, dass das sogar echt ist. Ich glaube ihm, dass das Shirt echt ist, aber Bruder, der Rest, voila, du kriegst auf türkischem Bazar um 10 Euro, Alter. Ja. Das schaut genauso aus. Ja. Niemand kann sagen, ob es echt ist oder nicht. Bruder, das Ding ist, so ein junger Junge kann nicht so viel Geld haben für Klamotten. Ey, nicht, und das ist unmöglich, auch so ein, Bruder. So ein Ding halt. So und er hat reiche Eltern, ne? Aber auch dann nicht, Bruder. Aber zu oft nicht. Der kann doch nicht jeden Tag solche Videos produzieren, wo immer solche Jungs. Digga, glaub mir, Digga, das geht nicht. Klamotten, das geht Eltern nicht. So reich sind und das den Kindern, ich kann mir das nicht erklären, Digga. Ja, ja. Ich schau bei Gott, wenn ich lüge, bin ich der größte Hurensohn. Ich hab damals, wallah, Digga, ich schau bei Gott, ich hab, wo ich das erste Mal, wo ich so 12, 13 war, ich hab Schuhe gekauft, ne? Ich schwöre, ich hab Schläge bekommen. Wallah, ich hab Schläge bekommen. Ich hab neue Schuhe gekauft, ja, 60 Euro Nike-Schuhe. Mein Vater hat mich geschlagen, weil meine alten Schuhe nicht kaputt waren. Merte denkt sich so. Aber lach mal, Alter. Ich wollte nur Schuhe. Erzähl mal die Story, wo du dein Auto gewaschen hast, wo du einfach kommst. Du hast doch dein Auto gewaschen für 10 Euro, darfst du deine. Ja, Digga, ich geh mein Auto waschen, weil wir hinten halt Staubsauger und so haben. Mein Vater schreibt mich an, warum ich Dings gehe. Mein Vater hat mich so angeschrieben, wenn ich McDonald's gegangen bin und so. Ja, das ist eh geil. Das ist eigentlich, aber ich finde, es ist trotzdem eine gute Erziehung, wenn du natürlich, Digga, so nicht Verschwenderes erzogen wirst, weißt du? Und der Alter bekommt ja, Gucci, ja, aber nachher. Der T-Shirt von Calvin Klein. Ja. Das habe ich hier in Store in der Europapassage gekauft. Ich glaube für 60 oder 60 Euro. Sowas. Ja. Guck mal, das ist eh größte Fake, ne? Ja. Warum weiß man nicht, wie viel das kostet? Na, der ist auch so richtig verstrahlt. Ich weiß, was hat der Typ, Alter? Es ist so, als ob er gerade auf Penis gesprungen ist, Alter. Der ist sehr gekommen. Na, ist seine Tasche. Und er realisiert Gucci gerade, dass er auf Penis ist. 450. Ja. Beim Gucci Store, neu dabei. Okay. Und ja, mein Cap für 210. 210, zeig mal von vorne. Dreh mal um. Nein, von vorne hier so die. Ich wollte nur wissen, ob da ein Emblem drauf ist. Nee. Okay. Was hast du für die Cappy nochmal bezahlt? 210. 210 Euro. Glaubst du das? Nein. Auch wenn, ist doch jetzt nichts Heftiges, Bruder. Aber ja, ihm glaube ich das nicht. Na, dem Typen da, der hier steht, glaube ich nicht mal, dass er ein Kebab ausgeben kann. Also, weißt du, das ist das Ding. So, der ist auch voll langweilig. Wer ist der Nächste? Warte. Da war einer mit Rolex, der hat mich genau, gesagt, hier gab es einen, der angeblich heftig ist. Wo ist der? Hier. So. Ja? Ja. Richtig. Also stinkt mir schon so ein bisschen. Nein, Mann. Also man kann die einen Tag tragen und dann muss man so zwei Tage chillen. Ja. Schatz, was ist daran besonders an dem Outfit? Ich weiß nicht, was das kosten soll, aber was ist daran besonders? Das ist doch ganz normal H&M-Schnitt, Alter. Ja, okay, nice, deine Hose? Von Ansons. Ansons, ja. Ich glaube, so ein Fufi. Fufi. Hast du einen Gürtel? Normal. MS-Gürtel. 4,50 Euro. Ehrenmänner, das sind Ehrenmänner. Was hat er 4,50 Euro? 4,50 Ehrenmänner. 4,50 Euro, Alter. Ich schwör, das sind die besten, Alter. So ganz normal, der Bruder denkt sich, Digga. 4,50 Euro? Nein, mal 450. 450. Aber nach Prüfung. Er hat 4,50 Euro, Digga. 450? Yeah. Ich schwör, ich zeig dir meinen Gürtel, Alter. Siehst du diesen Gürtel? Ich weiß nicht, mein Marke, was steht hier? Petrol, Alter, ich glaube, der... Ja. Der aus der MS-Tor, oder wie? Ja. Ja, okay, nice. Dein Oberteil? Mein Oberteil, glaube ich, auch von Ansons. Auch ein Fuffi. Fuffi, ja. Ja. Hier deine Kette. Mein Anhänger, 350. Ja. Meine Kette, 1200. Kette 1200, Digga.
Die Kette kostet 1200. 1200, ja, echtes Gold, ja. Wie viel? 18 Karat ist das. 18 Karat. Ja. 18 Karat ist das. Kennst du dich mit Gold aus? Geht so. 18 Quadrat, ist das viel? Also Karat. Ich hab keine Ahnung. Bruder, du kennst den nicht mit Gold aus. Okay. Dann mein Rolex-Ring. Umso mehr Karat, umso besser, umso wichtiger. 300. Und dann eine Basic Cap, 20 Euro. Basic. Hast du eine Uhr? Nein. Okay, Leute, Gesamtpreis von ihm blende ich jetzt hier ein. Lass mal. 2970 Euro. Und schaut aus wie 29 Euro der Outfit. Ich schau bei Gott, ich dachte, das ist einer, der auf dem Boden geblieben ist, ne? Ich auch, ja, ja. Ich schwör, da hatte ich auch am Anfang, ja. Ich dachte, so tamam, chilliger Typ, am Ende ja, ja. 3000 Euro am Männerräumen, Digga. Mein T-Shirt kostet 20 Euro, Digga. Wo macht der aber diese Videos, Bruder, wenn ich in Duisburg das in Hamburg. Die Innenstadt gehe? Oder Duisburg ist zu Ghetto, Digga. Bruder, da hat niemand was über 50 Euro, Alter. Aber geh weiter, könnt ihr mal Plätze tauschen? Okay, lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was hast du für Schuhe? Gucci, boah, ich weiß nicht, wie die heißen, genau. Gucci Ace, zeig mal von der Seite. Ohne Applikation, aber Leute, was das bezahlt. 495. Ich finde, solche Körperbautypen sind die krassesten, Bruder. So, Schultern. Gillette unter den Achseln. Na, die Schultern sind oben, aber so breit und das Becken ist so breit. Dann sieht das so wie Pyramide umgekehrt aus, Alter. 90, ne? 450. 450 Euro. Aus dem Gucci Store, oder? Ja, Gucci Store, hier. Neuer Ball. Okay. Okay, nice. Deine Hose? Replay? Ich glaube 100. Bruder, er hat so eine scheiß Eastpak-Umhängetasche, Alter, und hat so angeblich originale Gucci Steuern. Ich weiß nicht, was ich höre. Euro. Kriegst du Replay? Ja. Okay. Was für ein Gürtel hast du? Gucci. Gucci Gürtel. Zeig mal ein bisschen in die Kamera. Gucci Gürtel. Aber original, ne? Ja. Kostet? 270. 270 Euro. Okay, nice. Was haben wir noch? Dein Oberteil? 30 Euro. Ansonsten? Ansonsten, ja. Was mit deinem Kollegen zusammen, ne? Ja. Yeah. Okay, deine Bauchtasche Oldschool. Eastpak. Eastpak. 30, 40 Euro. Nein, 15 Euro kostet. Ehrlich? Ja. Er hat die richtig hochgenommen. 30, 50 Euro. Digga, kostet 15 Euro. Hörlich? Das aber nicht. Guck mal, kurz sein Gesicht. Kurz sein Gesicht. Digga, hat den. Kurz sein Gesicht. Aber Leute. Er ist nicht geschockt. Nein, 15 Euro kostet. Ehrlich? Ja. Boah, hat den. Achso, okay. Ich hab die damals auch gekauft, so mit 2012 oder so. 15 Euro dort. 2012? Boah, das ist so Ehrenmann, Alter. Okay, was haben wir noch? Deine Uhr. Rolex. Rolli, komm mal ran, Digga. Zeig mal ein bisschen. Datejust. Bro, die ist 100% original, natürlich, wenn er Eastpak-Tasche trägt. Die muss original sein, Alter. Die werden nicht gefälscht. Nein, niemals, niemals. Das würde ich von einem Kanaken niemals erwarten. So, der Eastpak. Aber die sieht schon krass original aus. Sieht aber, dann ist vom Vater. Dann ist vom Vater. Eins. Oder weißt du, wie viel diese Uhr kostet, Alter? 30? Ja, glaube ich schon. Ja, ich glaube auch. Was kostet die? Weiter, wenn die original ist. 14.000. 13.000. Nice, Digga. Okay, Leute, Gesamtpreis bitte. Warte mal, das ist gut. Wenn er nicht weiß, wie viel die kostet, dann ist sie gefälscht. Okay. Jetzt gucken wir. Ja, schau mal. Boah, hoffentlich kostet die 30.000 Euro, dann hat er sich richtig gefickt. Ja, Mann. Wie heißt die? Weißt du, wie die heißt? Was hat er gesagt? Rolex Datejust? Datejust, genau, ja. Mit Golddings da. Jetzt kommt's, Alter. Die war das, ne? Die war das, ja, genau, die 36, ja. Wie teuer? Schauen wir gleich. Warte kurz, war das die? Doch, das ist die. Ja, Mann. Das ist die, ja. Das ist die hier, das ist die. Schauen wir mal. Doch, okay. Er hat recht. Er hat recht, der Kek, ja. Scheiße, er hat recht, Digga. Er hat recht. Mann, ich hatte so Bock, ihn zu entlarven jetzt, so, weißt du? Scheiße. Amunakem, aber von wo, Bruder? Walla, Digga? Von wo, Digga? Wie, Digga? Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Bisschen Datejust. Was kostet die? Hat's vier Regeln bei dir? So, einen. Warte, er sagt jetzt. Ja, wir sind selber und Delta. Wir selber? Hat vier Regeln. Warum preis bin ich jetzt hier ein? Teures Outfit. Wie macht ihr das, Jungs? Hartz IV Regeln bei dir? Amunakem ist 12 Jahre alt, hat in seinem Leben noch nie Geld bekommen und noch nie gearbeitet. Wie soll er Hartz IV kriegen? Ich weiß nicht. Hartz IV Regeln, Bruder. Oder ein bisschen selber und Eltern. Selber? Ein bisschen selber und Eltern. Selber so ein bisschen Holland oder? Nein. Hin und her. Halal. Oder normal. Er hat Kreuzkette, Digga. Bruder, das ist krass, Digga.
Halal, hör mal auf. Ja, warte, so, halal. Halal, Bruder. Aber mit Hartz IV kann man das nicht kaufen. Dauert aber immer ein bisschen spart und so. Ja? Kommt man schon hin. Wie alt bist du? Ich bin 15. 15, aber. Man kriegt mit 15 doch kein Hartz IV, oder? Nee, das hab ich, das meinte ich doch gerade. Man kriegt doch gar keine. Ich sag mal, einer kommt noch von meinen Eltern und so Geld, also. Ah ja, okay. Genau 15. Aber jetzt mal ehrlich, schaut er nicht älter aus als ich? Der Nein, Linke sieht doch uralt aus, Digga. Bruder, die sind beide 15, ja. Auch 15? Ja. Und wie bezahlst du das alles? So jetzt 14.000 für eine Uhr? Oh. Mein Vater, also ein bisschen. Das die Uhr gehört mein Vater. Ah, okay. Und... Er gibt dir die einfach so zum Rausgehen? Nein, ich hatte die heute den ganzen Tag an. Ja, die... Also keine Angst, noch. Dass sie... Dass Nein, sie jemand die Sinn ist. Okay, Jungs. Aber siehst du, wie er steht so, als ob so auf den Arm die ganze Welt liegt. So. Er geht immer so die ganze Zeit so, weil das ist wirklich so. Na, passiert schon nichts, Alter. Er gibt mit rechts die Hand einfach. Okay, der eine mit dem Rucksack, Alter. Der. Genau. Ne? Das ist der Typ, Alter. Das ist der Move, den ich sehen wollte, Alter. Aber du hast eine Sache, die so richtig aussticht und das ist der Rucksack. Dreh mal immer um, zeig mal. Was für ein Rucksack ist das? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Wo hast du den denn her? Von meinem Vater. Hat er dir geschenkt oder? Also ich habe den von ihm ausgeliehen so. Ach so, das ist sein Rucksack. Ja, aber ich bekomme den jetzt wahrscheinlich nächsten Monat geschenkt. Ah, okay. Was kostet der Rucksack so? Ich glaube 1.000 oder so. 1.000 oder mehr, ich weiß es nicht. Ja, okay. Ist auf jeden Fall nice, sieht cool aus. Der Rucksack kostet niemals 1.000 Euro, Bruder. Doch, Digga. Wie? Bruder, Louis Vuitton Rucksack kostet 7.000-8.000 Euro. Nicht 1.000. Keine Ahnung, Digga. Ich hab mal eine Tasche. Ich hab einen gefälschten. Bruder, ich schwör, ich musste mal eine Tasche kaufen für meine Mutter. Ich dachte mir, okay, sei kein Bastard, ein Mann im Leben, Alter, kauf ihr zum Geburtstag was Normales. Und ich dachte, okay, Taschen, Louis Vuitton, okay. Im Kopf habe ich so 500-600 Euro. Wallah, ich hab 600 Euro in der Tasche, okay. Ich gehe hin, sag so, ja, ich brauche so eine Tasche. So, ja, wie groß ist? So, ja, so, Tasche, so. Einfach Tasche. Sie zeigt mir eine Tasche. Normal, so türkische Mütter haben diese normale Taschen, okay, diese normale Größe. Ich schwöre, sie hat 4.500 Euro gekostet. Ich sag, habt ihr irgendwas für 600 Euro? Sie gibt mir Geld, Klammer. Digga! Sie kostet niemals 1.000 Euro, der Rucksack. Ich hab einen gefälschten für. Ist eigentlich noch ein Laptop von Sinn? Ich glaube, ja sogar. Ich weiß es aber nicht. Okay, das ist echt. Ich glaube, ja. Okay, machen wir weiter bei deinem T-Shirt. Was ist das für ein T-Shirt? Calvin Klein habe ich für 40 Euro bei Anstons gekauft. 40 Euro, okay. Mhm. Hast du einen Gürtel? Nein, nicht mehr heute. Mein Alter ist kaputt gegangen. Deine Hose? Bester Mann, Alter. Hose H&M. Kostet? 20 Euro. 20 Euro. Kaufst du lieber Hosen bei H&M oder Zara? Bei Zara eigentlich lieber. Bloß Zara lieber, ne? Heute ist halt so, keine Ahnung. Okay, deine Yeezys. Ja, die sind halt schon richtig dreckig, aber ich glaube dafür 320 oder so bezahlt. Zebras. Der ist okay, er ist so ein Sohn von einem Gestopften, so. Der kriegt aber trotzdem nichts, weil Vater gibt dir nichts. Ich glaube, das alles, was er gesagt hat, ist echt, aber die Tasche niemals. Tasche, glaube ich. Tasche niemals. Na. Hast du einen Resell gekauft? Dann? Ja, genau. Okay, du trägst. Aber was sind die Einkäufe? Das ist die Frage. Trägt ja, er Digga, Taschen für Mutter oder so? Keine Ahnung, oder schon vorher nur die Tüten gekauft. Kann auch und sein. Da ist nichts drin. Kann sein, ja. Ist ja auch unlaced, warum? Ja, weil ich das so mehr mag, weil ich finde, das ist schon. Also sieht besser aus. Ja, genau. Okay, nice. Was haben wir noch? Du hast ja noch so ein Gucci-Bart. Was ist das denn? Das haben wir gerade bekommen, weil wir bei Gucci waren und haben da halt auch eingekauft. Also so geguckt. Ja, man sieht auch hier, du hast hier ordentlich eingekauft. Bist du bei Louis Balenciaga, aber dazu kommen wir gleich. Lass noch mal ganz kurz deine Cappies noch. 125 Euro D-Squared. D-Squared. Okay, Gesamtpreis, ich rechne den Rucksack jetzt mal mit ein, Leute, blende jetzt hier ein. Was ist das hier? Louis Vuitton, zwei Taschen Balenciaga, Stone Island. Fang mal hier an, was hast du da gekauft? Okay, da habe ich mir einmal ein Notizbuch gekauft, ganz bei normal. Louis Vuitton? Ja, dafür habe ich 30 Euro bezahlt. Ein Notizbuch? Notizbuch. Wie Notizbuch? Notizbuch hat er sich gekauft. Von Stone Island oder was? Nein, von Louis Vuitton. Sag mal, hat er eine Behinderung oder was? Für die Tasche, Bruder, der kann in der Stadt rumrennen. Kennst du diese Menschen nicht? Die kaufen sich sogar manche kaufen sich einfach nur Tasche, damit sie in der Stadt so mit leerer Tasche laufen und Leute denken, boah, der ist gestopft, Alter. Das ist krass, Digga. Naja, das sind solche Menschen, Bruder. Das ist krass, Digga. Ja. 30 Euro, ja. Dann habe ich mir nochmal so einen Parker, oder ich weiß nicht, wie das heißt, das ist so ein Reisepass, kann man sagen, also so eine Reiseinformation und dafür habe ich auch 30 bezahlt. Digga, der hat wirklich das Billigste aus dem Shop gekauft. Ja, und die sagen gar nicht, er hat was von der Dings.
Balenciaga? Speed Trainer. Speed Trainer, die überall Balenciaga draufsteht. Ja, was kosten die Speed Trainer? 565. Oh shit, nice. Oh shit. Hast du mal so Balenciaga-Schuhe gesehen, Bruder? Die sehen aus wie Müll. Ich zeig dir, schau. Die sehen aus wie Müll, Digga. Du hast noch nie Balenciaga-Schuhe gesehen. Nein, ich schwöre auf Gott, nein. Oh, Bruder, ich übertrieben, Digga. Tim und Nico, so sind Freunde von mir, die tragen so Schuhe immer, die schauen original so aus. Das sieht einfach wie so ein U-Boot aus auf Dings. Und die kosten jetzt wie viel? Der Schuh hier kostet 800 Euro. Der sieht genauso aus, original so. Oder so, schau, oder so. Digga, Junge, kennst was ist das, Digga? Junge, kennst du so früher türkische Dorf, so ja. Leute mit schon diesen Schuhen, mit denen schon elegante Hose immer, mit das Bier. Die Digga, wussten, wie es läuft, Alter. Junge, diese Schuhe sehen so chara aus. Ja, das sind die Schuhe, ja. Die sind echt schön, ja. Digga, was ist daran schön, Alter? Das kostet, Digga. Gib mir! Balenciaga! Hast du hier noch Stone Island, ne? Was da drin? Schal oder was? Nein, Pulli und eine Jacke. Pulli und Jacke, was hast du dafür bezahlt? Für den Pulli 215 und für die Jacke, ich schätze mal so, also ich sag mal so 400, glaube ich. Aber gerade einkaufen, er weiß ganz genau, wie viel er ausgegeben hat. Ja, ich schätze mal so, also er nimmt so Jacke, so Preis, egal. Also, ja. Leg rein, Bruder. Digga, von wo, wie alt ist der Lana, mein Name? Ich weiß nicht, vielleicht hat er wirklich Geld und wir sind nur neidisch. Schwanz hat der Geld, Digga. Vielleicht sind wir so neidische Missgeburten, so scheiß Ausländer, die sich ja, so Nixgönner, ne? Genau. Kann ja auch sein, Bruder. Kennst du, wenn jemand neue Schuhe hat, du trittst die ganze Zeit so drauf? Ja. Kann ja wirklich sein, Alter. Ein auf Ausländer. Ja, okay. Ja, ich bin mir ganz sicher. Okay, also ich muss sagen, du warst richtig dick shoppen, auch richtig so High-Fashion-Designer-Klamotten. Ja, normal. Wie machst du das? Normal, also, Digga. Jetzt relativ viel der Einkauf. So von meinem Vater viel Geld bekommen, aber halt auch, weil ich in den Ferien viel Job. Ja. So ein auf den. Okay, wie alt? So ein auf den. So ein auf den. Er hat einmal gearbeitet, eine Woche lang. Hat 30 Euro bekommen, er ist Zeitung ausleihen gegangen. Ja, gut, aber so ein auf den. Bist du mich fragen? 13. Mit 13 schon sowas. Also mit 13 war ich bei Kick einkaufen. Mit 14 dann nicht mehr, weil dann war ich irgendwie Kick peinlich. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber. Ja, okay, Digga. Maurice, ne? Oder Maurice? Maurice. Ja. Okay, Maurice, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Kann ich mal grüßen? Ja, klar. Okay, ich grüße von meinen Kollegen die Mutter. Und mein Instagram-Namen Maurice.schreck. So, Leute, das war's mit dem Video. Kannst du das nochmal zurückspulen? Hat aber krasses Spruch gebracht, ne? Zum Schluss nochmal. Kann ich mal grüßen? Ja, klar. Okay, ich grüße von meinen Kollegen die Mutter. Findet das witzig, ne? Ja, er fand es richtig witzig, ja. Das sind so Menschen, die Mutterwitze jetzt angefangen haben. Weißt du, so, wir haben schon mit 7 Jahren die Mutterwitze schon hinter sich gehabt, die waren nicht mehr lustig. So, bis einer, der kommt jetzt in den Alter, wo ich fick deine Mutter lustig ist. Scheiße! Und mein Instagram-Name, Maurice. Wollen wir mal sein Instagram, wollen wir den mal abchecken? Bruder, sollen wir ihn raiden, Alter? Was? Spam lassen. Sollen wir ihn ficken lassen? Spam lassen, Digga. Alter. Ich schwöre auf alles, ich mach das jetzt, Alter. Warte. Ich schwöre auf alles. Wie heißt er denn? Warte. Spunkschreck. Warte, was? Ah, er hat nicht Dings gemacht. Komm, bitte. Und mein Instagram-Name. Maurice.schreck. Schreck. Maurice. Ihr werdet den niemals finden. Aber doch, wie wird Maurice das geschrieben? Maurice. Niemals. Punkt. Check, hier, wir haben ihn. Ist das der Keck? Nein, das ist er nicht. Nein, Junge, was ist das für ein Rutsch? Oh, noch komm. Leute, bitte findet ihn. Findet ihn mal. Und schickt mir seinen Namen. Ja, hast du Maurice geschrieben? Maurice. Ihr müsst ihn finden, Leute. Ich will den raiden, Alter. Wo ist Chat? Da, Maurice.schreck. Wir haben ihn gefunden, Bruder. Hast du? Ja. Maurice Schreck, bitte öffentlich. Jawohl! Es ist öffentlich! Jawohl, Alter! Da, Maurice Schreck, was sollen wir schreiben? Warte. Wir müssen einen Spruch, Bruder. Soll er ein anderes Bild? Hat er nicht, er ist so ein Fashion Killer. Bruder, das geht gar nicht, Digga. Er hat so viele Klamotten und will das damit nicht angehen. Guck mal seine Insta-Story. Folgt mal alle Mädchen 05 auf korrekt. Er macht diese Sprüche! Ja, was machen wir jetzt, Digga? Was okay, aber schreiben wir Grüße. Ist korrekt, wenn ihr sagt. Schau, ist ja korrekt, weil er hat seine Mutter gegrüßt. Grüßen wir seine Mutter. Ja. Oh, okay.
Also wir grüßen seine Mutter. Ja. Der Mom. Einfach Grüße an deine Mutter. Ja, ja, ey, spam die mal mit Grüße an deine Mutter, so auf korrekt, nicht böse. Ja, auf gemacht. Korrekt, weil er hat ja auch... Aber mit diesem Smiley hier. Aber er hat ja auch die Mutter auf von... Korrekt. Genau, auf korrekt. Schreibt Grüße an deine Mutter auf korrekt, weil er hat ja auch die Mutter von seinen Kollegen auf korrekt gegrüßt. Jetzt grüßen wir die. Mit diesem Smiley. Mit diesem Smiley. Dieser Smiley. Diese, mit diesen selbst sitzenden... Dieser einfach, dieser Link, dieser Smiley. Genau, hier. Genau, so 40 Kommentare, Bruder. 40 Kommentare. Guck mal 5 Minuten nach. Letztes Foto, Leute. Letztes Foto, okay? Letztes Foto. 200 Kommentare. Achso, haben die ihn schon? Grüß deine Mutter. Grüß an deine Mutter, korrekt. Er sagt, grüß an deine Mutter auf korrekt. Grüß an deine Mutter, no good, auf korrekt. Warte mir ganz kurz, ja. Skilachi. Warte mir ganz kurz, Alter. Schau dir mal. Der hat gedacht in dem Video, der hat seinen Kollegen richtig gepickt und wurde jetzt vergewaltigt, Alter. So, okay, schauen, ja. Aber noch kommt 350 schon. Hat der Follower bekommen, aber nicht folgen, Freunde. Nur spammen. Nicht, weil sonst kriegt er Hack, Alter. Yeah. Digga, die eskalieren hier wirklich. Grüße. Grüße an deine Mutter. Digga. Okay. Der Hammer, nice, Alter. Ja. Nice, geil. Das nennt man Raiden, Bruder. Ja, okay, Raiden. Also ja. Spam, ne? Ja, ja. Es macht schon Spaß, gell? So, boah, ich würde das nur machen, Digga. Auf korrekt, Bruder. So. Aber wir müssen mal richtige Gegner raiden. Wenn ihr wollt, dass er nochmal hier erscheint, dann schreibt es irgendwo. Also ich habe absolut keinen Bock auf ihn, aber ja, danke schön, dass du da warst. Danke schön. Cem war ein sehr netter Junge. Der Bruder war auch nett. Danke, Jungs, dass ihr dabei wart. Und checkt auf jeden Fall seine Musik ab, sein Album. Action, wir können Achso, ich hab voll vergessen. Wir müssen Bruder, wir können jetzt so. Ihr geht jetzt als krönenden Abschluss hier. Und postet Elite Stream Squad. Da sind 4000 Menschen jetzt dabei gewesen, also sind noch immer dabei. Schreibt alle Elite Stream Squad und ihr kriegt Herz ins Arschloch, Randy. Dankeschön, Freunde. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Unterstützt den Jungen. Bis zum nächsten Mal. Und Penis!